Schmerz weißt du, warum verschiebt man das? Die Feinde mit der Sieben, wer diese Farbe hat. Die Flammen an der Heimatstadt, die Winter hin und her. Und weit von Heim und Vater hat, was so gelebt im Meer. Wir wollen Gebäude geben sein, Gebäude. Juni 1919. Scapa Flow, Orkney-Inseln. In dem nördlich von Schottland liegenden britischen Flottenstützpunkt liegen 75 deutsche Kriegsschiffe, das Gros der deutschen Hochseeflotte, vor Anker. Die beiden modernsten Linienschiffe Bayern und Baden, die im Volksmund als Feldherrenklasse bezeichneten Schlachtkreuzer Hindenburg, Derfflinger, Seydlitz, Moltke und von der Tann. Die Linienschiffe der König- und Kaiserklasse sowie zahlreiche kleine Kreuzer, Zerstörer und Torpedoboote. Die modernsten Schiffe der Kaiserlichen Marine, der deutschen Hochseeflotte, tümpeln in der Bucht von Scapa Flow in abgerüstetem Zustand einem ungewissen Schicksal entgegen. Zuwiderlaufend den vereinbarten Bedingungen des Waffenstillstands vom 11. November 1918, die deutsche Flotte bis zum Abschluss eines Friedensvertrages in einem neutralen Hafen zu internieren, erzwangen die Siegermächte des Ersten Weltkrieges im Nachhinein die Überführung der Hochseeflotte in den britischen Flottenstützpunkt Scapa Flow. Deutsche Proteste gegen diesen offensichtlichen Vertragsbruch wurden nicht einmal beantwortet. Der Chef der Admiralität, Admiral von Trotha, schrieb in dieser Zeit am 9. Mai 1919 an den Chef des Internierungsverbandes, Konteradmiral von Reuter. Aus Pressenachrichten und Erörterungen im englischen Oberhaus ergibt sich, dass unsere Gegner mit dem Gedanken umgehen, den Internierungsverband uns durch den Friedensvertrag vorzuenthalten. Sie schwanken zwischen seiner Vernichtung oder Aufteilung untereinander. Die selbstverständliche Pflicht unserer Marineunterhändler in Versailles wird die Forderung sein, dass der Verband, der unzweifelhaft dem deutschen Eigentum steht, deutsch bleiben soll. Dass sein Schicksal, wie auch immer es sich unter dem Druck der politischen Lage gestalten möge, nicht ohne unsere Mitwirkung bestimmt und von uns selbst vollzogen wird. Und dass die Auslieferung an den Feind ausgeschlossen bleibt. Das Potenzial der deutschen Kriegsflotte war durchaus geeignet, die Seemacht England durch ihren Schiffsbestand zu bedrohen. So war es nicht verwunderlich, dass allen voran besonders die Briten für eine Versenkung der Flotte eintraten, während die kleineren Seemächte Frankreich und Italien für eine Aufteilung der Schiffe untereinander plädierten, um das Kräfteverhältnis gegenüber der zu dieser Zeit übermächtigen britischen Flotte zu ihren Gunsten zu verbessern. Während der Zankapfel Hochseeflotte unter den Siegermächten des Ersten Weltkrieges erbittert diskutiert wurde, traf die deutsche Führung insgeheim Vorbereitungen, die Flotte, wenn nötig, damit sie nicht in feindliche Hände fiel, selbst zu versenken. Der 21. Juni 1919 brachte in Scapa Flow wunderbares Frühlingswetter mit strahlendem Sonnenschein und klarer Luft bei völliger Windstille. Die letzten Zeitungsnachrichten besagten, dass die Alliierten bis 12 Uhr mittags die bedingungslose Unterschrift der deutschen Delegation unter das Friedensdiktat von Versailles forderten. Ansonsten träte der Kriegszustand wieder ein. Etwa um 10 Uhr kam durch Winkspruch des Admiral von Reuter alles für Standard Z klarmachen. Standard Z, eine rote gezackte Flagge, war das Angriffssignal der Torpedoboote. Jetzt war es das verabredete Versenkungssignal.
Allen voran sank um 12.15 Uhr als erstes Friedrich der Große, Admiral Scheers Flaggschiff in der Skagerrakschlacht. In den folgenden 5 Stunden versanken bis auf die Baden alle großen Schiffe in der Bucht des englischen Kriegshafens. Das Szenarium war erfüllt vom Aufbäumen riesiger Schiffsleiber, dem Krachen und Bersten beim Kentern, unzähligen Wasserwirbeln und Ölflecke, die zwischen den Trümmern hin und her tanzten. Es bot sich für die deutschen Besatzungen ein ebenso schmerzliches wie einmaliges Schauspiel. Scapa Flow wurde an jenem 21. Juni des Jahres 1919 nicht nur zum Grab der deutschen Hochseeflotte, sondern auch zum Symbol für das vorläufige Ende deutscher Seegeltung auf den Weltmeeren. Am 28. Juni 1919 unterzeichnete Deutschland den sogenannten Friedensvertrag von Versailles, der in Wahrheit einem Diktat der Sieger über den wehrlosen Besiegten gleichkam. Die kaiserliche Marine hatte aufgehört zu bestehen. Das Deutschland der Jahre 1918-19 war von inneren Unruhen und Revolutionen schwer erschüttert. Das Reich war nach dem Waffenstillstand vom 19. November 1918 nicht nur militärisch, sondern auch moralisch auf einem Tiefpunkt angelangt. Der Kaiser hatte abgedankt und war nach Holland ins Exil gegangen. Das Land war erfüllt von den Umtrieben der unterschiedlichsten politischen Gruppierungen. Allen voran waren es vor allem die sogenannten Roten Soldatenräte, die eine Neuordnung leninistischer Prägung anstrebten. Ihr unheilvoller Einfluss hatte bereits auf der Hochseeflotte im Jahr 1917 zu Meutereien geführt. Die sogenannte Novemberrevolution des Jahres 1918, der Kieler Matrosenaufstand des Jahres 1919, all dies trug wesentlich zur Handlungsunfähigkeit des Reiches bei und schadete dem deutschen Ansehen im Ausland beträchtlich. Es gehört zu den tragikomischen Ereignissen der Weltgeschichte, dass der deutsche Kaiser Wilhelm II. Im Jahre 1917 Lenin die Durchfahrt durch Deutschland genehmigte, um im damals noch zaristischen Russland Zwietracht und Bürgerkrieg zu schüren. Obwohl dieses Konzept zunächst aufzugehen schien, Russland konnte ein hartes Friedensdiktat auferlegt werden, erwies sich diese Maßnahme nach verstrichener Jahresfrist als Bumerang. Der marxistisch-leninistische Bacillus hatte nun auch auf das Reich übergegriffen und trug maßgeblich zum Sturz des Kaisers bei. Die menschenverachtende bolschewistische Diktatur duldete keine Freunde und Verbündete, sondern nur hörig ergebene Vasallen seiner irrationalen, wahnwitzigen Idee. Das Ziel Großbritanniens, ein Wiedererstarken deutscher Seegeltung mit allen Mitteln zu verhindern und gleichzeitig die eigene beherrschende Rolle auf den Weltmeeren weiter zu festigen, spielte in erheblichem Maß in die politischen Auseinandersetzungen an den Entwurf des Friedensvertrages mit dem Deutschen Reich. Unter dem Deckmantel eigener Sicherheitsinteressen verlangten die Briten die Ausschaltung Helgolands als Flottenstützpunkt, die Beseitigung deutscher Kolonien, ja sogar die freie Benutzung des Nordostseekanals, was einem Eingriff in die deutschen Souveränitätsrechte gleichkam, wurde verlangt. Nach Artikel 181 des am 28.06.1918 geschlossenen Versailler Vertrages wurden Deutschland lediglich 6 ältere Linienschiffe, 6 kleine Kreuzer, 12 Zerstörer und 12 Torpedoboote zugestanden. Der Bau von Unterseebooten und der Besitz von Flugzeugen war gänzlich verboten. Als Reserveeinheiten wurden am 26.03.1920 durch die alliierte Botschafterkonferenz noch 2 Linienschiffe, 2 kleine Kreuzer, 4 Zerstörer
und 4 Torpedoboote anerkannt. Die Höchsttonnage für gepanzerte Schiffe betrug 10.000 Tonnen, für leichte Kreuzer 6.000 Tonnen, für Zerstörer 800 Tonnen und für Torpedoboote 200 Tonnen. Ersatzbauten durften für gepanzerte Schiffe und leichte Kreuzer erst nach 20 Jahren und für Zerstörer und Torpedoboote erst nach 15 Jahren erfolgen. Der Personalbestand wurde auf 15.000 Mann festgesetzt, ohne dabei genau zu untersuchen, ob diese willkürlich gewählte Zahl in einer sinnvollen Relation zu den erlaubten Seestreitkräften stand. Als Höchstkaliber für die Linienschiffsartillerie wurden maximal 28 cm, für die leichten Kreuzer 15 cm gestattet. Eine nähere Definition, wie die Wasserverdrängung zu berechnen sei, war dem Vertrag nicht zu entnehmen. Eine Tatsache, die sich Deutschland später zunutze machen konnte. Diese einschneidenden quantitativen und qualitativen Begrenzungen der deutschen Marinerüstung machten alle zu dieser Zeit angestrebten Versuche eines sinnvollen Neuaufbaus einer ausgewogenen Marine mit einem Kern von 8 Großkampfschiffen und 4 Schlachtkreuzern zunichte. Während man in verschiedenen Denkschriften auf deutscher Seite über eine gewisse Wehrhaftigkeit zur See nachdachte, um vor allem im Ostseeraum gegenüber Polen und der Sowjetunion kein Vakuum entstehen zu lassen, trachtete Großbritannien nach der völligen Liquidierung der deutschen Marine. Obwohl die USA diesen deutschen Überlegungen durchaus positiv gegenüberstanden, sie fürchteten ein beherrschendes Übergewicht der britischen Flotte in Europa, gelang es den zu dieser Zeit mächtigen Briten schließlich ihre Forderungen weitgehend durchzusetzen. Der nach Artikel 181 des Versailler Vertrages zugestandene Schiffsbestand verurteilte das Deutsche Reich auch aus maritimer Sicht zur Bedeutungslosigkeit. Selbst der Schutz eigener Küstengewässer war mit diesen verbliebenen bzw. gestatteten Einheiten nicht möglich. Nach der Selbstversenkung der Hochseeflotte in Scapa Flow forderten die Alliierten unter dem fadenscheinigen Vorwand des Schadensersatzes auch noch die Auslieferung der einzigen noch verbliebenen Großkampfschiffe der Nassau- und Helgoland-Klasse, sowie die letzten noch verbliebenen 5 neuen kleinen Kreuzer Emden, Königsberg, Pillau, Graudenz und Regensburg, neben diversen Schleppern und Schwimmdocks. Diese Forderung entbehrte jeglicher rechtlichen Grundlage. Die Hochseeflotte wurde am 21. Juni nach vorangegangenen alliierten Vertragsbruch selbst versenkt. Der Versailler Vertrag hingegen erst 7 Tage später, am 28.06.1919 unterzeichnet. Die Schiffe standen so zum Zeitpunkt der Selbstversenkung unzweifelhaft im deutschen Eigentum. Schadensersatzansprüche Dritter waren somit gar nicht möglich. Der geplante Neuaufbau der Marine wurde zunächst durch den von der Marine ausgehenden rechtsgerichteten Kapp-Lüttwitz-Putsch vom 13.03.1920 verzögert. In diesem Zusammenhang wurde der mit den Putschisten sympathisierende Konteradmiral von Trotha am 22.03.1920 seines Postens enthoben.
Die Admiralität hatte ihren fähigsten Führer verloren. Die neue Reichsmarine stand dann auch 1920 vor ihrer größten Krise. Die Lagebeurteilung der Admiralität vom 3. August 1920 verdeutlichte das Dilemma. Kein größerer Bevölkerungsteil irgendwelcher Richtung hat zurzeit das geringste Interesse an der Erhaltung und dem Wiederaufbau der Marine. Rechtsstehende Kreise schieben vielfach die Novemberrevolution fälschlich allein der Marine in die Schuhe. Demokraten und Mehrheitssozialisten tragen uns vor allem dem Kapputsch nach. Die äußerste Linke hat grundsätzlich kein Interesse an dem Erstarken irgendeines Machtmittels der Regierung. Die Marine hatte durch diesen zweiten Putschversuch nach dem November 1918 weitgehend ihren Kredit bei der Bevölkerung verspielt. Ihr haftete nun der Makel von Meuterei, Befehlsverweigerung und mangelhafter Disziplin an. Der absolute Tiefpunkt war damit erreicht. Am 9.9.1920 wurde Admiral Behncke Nachfolger von Admiral von Trotha, als Chef der zwischenzeitlich in Marineleitung umbenannten Admiralität. Für die Reichsmarine brachte dies eine Zeit der Ruhe und der organisatorischen Konsolidierung. Am 1. Januar 1922 wurde die bisherige Reichskriegsflagge der Kaiserlichen Marine durch eine neue schwarz-weiß-rote Kriegsflagge mit dem Eisernen Kreuz und der schwarz-rot-goldenen Gösch ersetzt. Die erste große Aufgabe der neuen, noch vorläufigen Reichsmarine wurde das Räumen der im Krieg gelegten Minen. Etwa 300 Minenfahrzeuge räumten aufgrund der Waffenstillstandsbedingungen zahllose Minensperren in der Nord- und Ostsee von der norwegischen und Murmanküste bis zum Oktober 1922. Im März 1921 verabschiedete der Reichstag das Wehrgesetz der Republik, das auch die Schaffung der Reichsmarine endgültig festlegte. Es kam nun darauf an, in den folgenden Jahren die weitere Existenzberechtigung der Marine durch eine überzeugende militärische und politische Aufgabenstellung im Rahmen der Landesverteidigung sowie der Außen- und Wirtschaftspolitik immer wieder unter Beweis zu stellen. Die noch junge Reichsmarine befand sich nach wie vor in einer schwierigen Zeit. Hatte sie doch in den politisch kurzsichtig agierenden Sozialdemokraten erbitterte Gegner, die sogar ihre Auflösung forderten. Angesichts der militärischen Schwäche und der politischen Isolierung Deutschlands standen zunächst Friedensaufgaben im Dienst des Überseehandels, der Meeresforschung und der Außenpolitik im Vordergrund. Aber auch der Schutz der Küstengewässer deutscher Staatshoheit, deutscher Häfen, der Sicherstellung ungehinderter Handelsschifffahrt und die Wahrung der Neutralität. Nachdem gemäß des Versailler Friedensdiktats von Kiel bis Swinemünde keinerlei Befestigungsanlagen gestattet waren, wurde die Sicherung der Seeverbindung mit der nun vom Reich gewaltsam abgetrennten Provinz Ostpreußen und der langgestreckten Ostseeküste besondere Bedeutung beigemessen. Die neue Reichsmarine nahm nun den Flottendienst mit der Wiederindienststellung der beiden überalterten Linienschiffe Braunschweig und Hannover im Jahre 1921 auf. Der als Braunschweig-Klasse bezeichnete Schiffstyp stammte noch aus der Fort-Readnought-Zeit. Die Schiffe wurden zwischen 1901 und 1906 erbaut. Ihre Bewaffnung bestand aus 4 28 cm Geschützen in Zwillingstürmen, 12 17 cm und 8 8,8 cm Geschützen in Einzel- und Kasemattenaufstellung. Die Einheiten verdrängten 13.200 Tonnen und erreichten nur 18 Knoten Geschwindigkeit.
Dieser Schiffstyp galt bereits seit dem Jahre 1906 als veraltet und wurde in der Marine spöttisch als 5-Minuten-Schiffe bezeichnet. Dies wäre die Zeit, die ein modernes Großkampfschiff benötigte, um ein altes Linienschiff solcher Bauart zu versenken. Eben nun solche Schiffe sollten in Zukunft nach dem Willen der Sieger das Höchstmaß der Deutschland zugestandenen Kriegsschifftypen darstellen. Nicht recht viel anders gestaltet sich die Situation bei den 5 kleinen Kreuzern. Die 3 Einheiten der Gazelle-Klasse Arkona, Medusa und Thetis. Sie wurden zwischen 1897 und 1904 erbaut und verfügten über 10,5 cm Geschütze in Einzelaufstellung. Die Tonnage von nur 2660 Tonnen und die für Kreuzer zwischenzeitlich unzureichende Geschwindigkeit von 22 Knoten wies auch diese Schiffe ebenso als Veteranen aus, wie die beiden weiteren Kreuzer der Bremen-Klasse, Berlin und Hamburg. Diese stammten aus der Zeit von 1902 bis 1907 und unterschieden sich nur unwesentlich von der Gazelle-Klasse. Auch die verbliebenen Torpedoboote aus den Jahren 1908 bis 1913 hatten Anfang der 20er Jahre ein für ihre Klasse beträchtliches Alter erreicht und konnten allenfalls als Notlösung angesehen werden. Hinzu kommen noch ein Segelschulschiff Niobe, ein Vermessungsschiff Panther, 4 Artillerieschulboote sowie einige kleine Hilfsfahrzeuge. In Reserve lagen 4 Linienschiffe, 2 kleine Kreuzer und 11 Torpedoboote. Die 4 in Reserve liegenden Linienschiffe wurden umfangreichen Modernisierungsarbeiten unterzogen. 1924 stieß Elsass, 1925 Schleswig-Holstein und Hessen und 1927 Schlesien zur aktiven Flotte. Die kleinen Kreuzer Nymphe und Amazone nahmen ebenfalls nach Umbauarbeiten den Flottendienst 1923 wieder auf. Die Torpedoboote wurden im Laufe der Zeit gegeneinander ausgetauscht. Nennenswerte Umbauten erfolgen bei diesen Einheiten nicht. Mit diesem Schiffsbestand verfügte die Reichsmarine 1925 über 5 einsatzfähige aktive Linienschiffe, 5 einsatzfähige kleine Kreuzer und 7 einsatzfähige Torpedoboote. Vergleicht man die Zahlen und Daten mit der kaiserlichen Marine von 1918, wird das Missverhältnis überdeutlich. In nur 2 Jahren war die zweitgrößte Seemacht der Welt auf ein solches Minimum zusammengeschrumpft, dass man eigentlich nicht mehr von einer handlungs- und einsatzfähigen Marine sprechen konnte. Alle in der Folgezeit durchdachten Planspiele der Marineleitung über möglich erscheinende militärische Konflikte, sei es eine Gegnerschaft mit der Sowjetunion oder eine Auseinandersetzung mit Frankreich-Polen oder auch nur die Bündnisfähigkeit mit anderen Staaten, führte immer wieder zu dem Ergebnis, dass ein Neuaufbauprogramm unerlässlich war, sollte die missliche Lage wenigstens geringfügig verbessert werden. Die wirtschaftlich katastrophale Lage Anfang der 20er Jahre ließ jedoch selbst in den engen Grenzen des Versailler Vertrages kein notwendiges Ersatzbauprogramm zu. Es gelang zunächst nur, einen Kreuzerneubau zwischen 1921 und 1925 fertigzustellen. Hier wurde aus Kostengründen auf noch vorhandenes Material der letzten Kriegsneubauten zurückgegriffen. Aus Zeitgründen handelte es sich hierbei ohnehin nicht um eine Neukonstruktion, sondern um einen leicht verbesserten Typ der Kriegsneubauten. Am
Am 7. Januar 1925 lief der erste Neubau der Reichsmarine vom Stapel. Am 15. Oktober 1925 erfolgte die Indienststellung der Emden. Dieser nach dem Washingtoner Flottenabkommen von 1922 als leichter Kreuzer zu klassifizierende Schiffstyp sollte erstmals für deutsche Kreuzer die Aufstellung seiner Hauptartillerie in Zwillingstürmen erhalten. Die französische Ruhrgebietsbesetzung 1923 machte jedoch die Lieferung der bereits neu konstruierten Geschütze unmöglich. Notgedrungen entschloss man sich daher zur Aufstellung der Geschütze in Einzellafetten. Die Emden verdrängte 5600 Tonnen und erreichte eine Geschwindigkeit von 29 Knoten. Ihre Hauptartillerie bestand aus 8 15 cm Geschützen, ihre Flakartillerie aus 3 8,8 cm und 4 3,7 cm Geschützen sowie 4 Torpedorohren. Nach vierjähriger Tätigkeit an der Spitze der Marine schied Admiral Behncke am 30. September 1924 aus. Es war ihm gelungen, trotz veraltetem Schiffsbestand und harten Friedensbedingungen ein homogenes Offizierskorps zu schaffen. Sein Nachfolger wurde der ehemalige Kommandant des erfolgreichen Schlachtkreuzers von der Tann, Admiral Hans Zenker. Er übernahm den schon von Admiral Behncke umgesetzten Gedanken der Auslandsreisen deutscher Kriegsschiffe und forcierte diesen ab Mitte der 20er Jahre. Diese Unternehmungen dienten sowohl der seemännischen und militärischen Ausbildung wie auch dem Abbau der damals herrschenden politischen Isolierung Deutschlands im Ausland. Es entstanden viele wirtschaftliche, politische und menschliche Kontakte in aller Welt und halfen mit, das Ansehen der Deutschen und der Reichsmarine zu neuer Geltung zu verhelfen. Besonderes Gewicht legte Admiral Zenker auf die Erziehung zur Verantwortung, zu Pflicht und Ehrgefühl und zur Kameradschaft und Berufsfreude. Unter ihm wurden die Führungsfortschritte erarbeitet, deren positive Ausstrahlung maßgeblich die spätere Kriegsmarine beeinflusste. Wir sind etwa September 30 oder Dezember 30 hier in Wilhelmshaven ausgelaufen. Spanien haben über Weihnachten und Neujahr in Kreta, an der Sudabucht vor Kreta gelegen, sowie die Minsura im letzten Golfkrieg auch gelegen haben. Dann sind wir durch den Kanal gefahren, haben zum ersten Mal die ägyptische Geschäftigkeit, den Ferdinand, kennengelernt. Ferdinand, das war einer bei der Marine bekannter ägyptischer Kaufmann, der uns alles andrehte, auch wenn wir es nicht haben wollten. Und dann haben wir die Reise gemacht durch bis nach Indien, Philippinen, Shanghai, damals Nanking waren wir. Dann waren wir 3 Monate in Japan von Nagasaki bis Yokohama. Auf der Rückreise haben wir vor der afrikanischen Küste bei Fernando Po zum Beispiel geankert. Und ich weiß auch, wie wir an Land gingen. Wir fuhren mit Booten an Land. Da sprach mich von hinten einer mit Deutsch so in gutturalen Lauten an. Und ich kriegte einen mächtigen Schreck, dass da ein Neger vor mir stand. Schwärzer konnte er gar nicht sein. Und der sprach noch ein sehr gutes Deutsch. Stellte sich raus, dass er bei Leto Vorbeck gewesen war. Und war stolz, mal ein deutsches Schiff zu sehen. Einige von den Leuten waren auch bei uns auf der Emden an Bord. Und die haben noch die alten Soldatenlieder gesungen, wie sie 14, 18 gesungen wurden. Wir haben immer fabelhaften Kontakt gehabt. In den meisten Ortschaften waren auch einige Deutsche ansässig, die sich unserer annahmen.
aber auch die englische Bevölkerung in den meist englischen Kolonien, ja, war uns sehr zugetan. Auf den Seychellen dann, in Port Victoria und den kleinen Inseln, die wir da besuchten, hatten wir einen angenehmen Aufenthalt. Wir wurden ausquartiert. Mit Hängematten hatten wir uns zwischen Palmen aufgehängt und konnten 2 Tage an Land verbringen. Die ganze Besatzung konnte diese Vergünstigung wahrnehmen während unseres Aufenthaltes dort. Dann ging es nach Tanga in Deutsch-Ostafrika, wo wir ganz großartig aufgenommen wurden, hauptsächlich von den Schwarzen, die nicht vergessen hatten, dass sie unter Little Fordwick gedient hatten und mehrere Gefechte mit den Engländern, die sie gut überstanden. Dann waren wir noch vorher in East London, liefen wir ein und da die Presse von East London brachte, da kommen die Deutschen, die fucking German, die im Krieg den Kindern die Hände abjagt haben. Die Straßen waren menschenleer, wie wir da spazieren gingen. Das änderte sich aber, wir waren von der deutschen Kolonie eingeladen und wie wir nach einer Woche etwa wieder ausliefen, da war die Pier voll schwarz von Menschen, die winkten und sich verabschiedeten. Da bekamen wir auch Besuch von 3 früheren Askaris, also den deutschen Afrikasoldaten, den Negern, die von ihren Stämmen geschickt waren, uns zu begrüßen, die auch vom Schiff gleich eingeladen wurden, bis zum Suezkanal mitzufahren, 3 Tage lang. Die haben uns ja noch gezeigt, dass wir was gelernt hatten als Askaris, dass wir das immer noch konnten. Sie konnten noch Gewehrgriffe kloppen, sie konnten noch einen Parademarsch kloppen. Alles hatten sie uns noch vorgeführt und wir haben unseren Spaß gehabt. Der Kommandant hatte ihnen jeden ein Mützenband der Schleswig-Holstein verliehen, um Arm gebunden und ein Wappen des Schiffes. Schiffskunde war natürlich das Hauptthema. Und wir kannten auf der Emmen, so wie auch später auf der Deutschland, fast jeden Niet. Wie und wie groß das Schiff, wie lang und so weiter, abteilungsweise. Wir machten Gefechtsdienst. Unser Verkehrsboot zog dann eine selbstgezimmerte Scheibe, wo dann Artillerieschießen gemacht wurde. Und es war eine reine seemännische, marinemäßige Ausbildung, wie sie bei jeder Flotte eben geschieht. Nur, dass wir dann 2 Tage meistens vor Erreichen des Hafens rein Schiff machen mussten. Und dann wurde auch gepönt, damit die Farbe wieder ein bisschen frisch war, denn wir hatten ja schließlich auch den normalen Seegang und das alles zu überstehen. Nach der Stabilisierung der Währung und dem wirtschaftlichen Aufschwung ab 1924 flossen nun auch der Reichsmarine umfangreiche finanzielle Mittel zu. Der Marineetat wuchs von 1924 bis 27 um mehr als das Doppelte von 104,3 auf 223,4 Millionen Reichsmark. Die Reichsmarine begann nun zunächst mit der Erneuerung der leichten und mittleren Seestreitkräfte. Bereits 1924 wurde die erste Baureihe für einen Zerstörerneubau der Möwe-Klasse bewilligt. Ein Jahr später folgten die Schwesterschiffe Seeadler, Greif, Albatros, Kondor und Falke. ...1926 wurden nochmals 6 weitere Einheiten der Wolf-Klasse mit den Namen Iltis, Lux, Tiger, Jaguar und Leopard genehmigt. Die Typenbezeichnung Zerstörer
ergab sich aus dem Versailler Vertrag. Die dort vorgeschriebene Tonnage von 800 Tonnen reichte jedoch nicht annähernd für die Konstruktion eines Zerstörers aus. Die vergleichbaren Typen anderer Seemächte waren mit ca. 1500 Tonnen erheblich größer und stärker bewaffnet. Die Einheiten wurden daher folgerichtigerweise als das bezeichnet, was sie tatsächlich waren, nämlich große Torpedoboote. Bedingt durch die geringe Tonnage konnte die artilleristische Unterlegenheit nicht vermieden werden. Man legte daher besonderen Wert darauf, dass diese Schiffe zumindest in Geschwindigkeit und Torpedobewaffnung den Zerstörern anderer Marinen ebenbürtig waren. Die Boote der Möwe-Klasse verdrängten 976 bzw. 998 Tonnen. Die Einheiten der Wolf-Klasse 1045 Tonnen. Die Schiffe waren mit drei 10,5 cm und sechs Torpedorohren ausgestattet und erreichten maximal 33 Knoten. Das erste Boot konnte am 1. Oktober 1926 in Dienst gestellt werden. Überlegungen, das Kaliber der neuen Torpedoboote zwecks Kampfwertsteigerung, wie bei allen anderen Marinen üblich, auf 12,7 cm zu erhöhen, scheiterten am Veto der alliierten Botschafterkonferenz. Dieser Fall verdeutlicht in besonderem Maße das düpierte Verhalten der Siegermächte. Einerseits zwang man Deutschland, nur Zerstörer mit 800 Tonnen zu bauen, wohl wissend, dass dies aus technischer Sicht gar nicht möglich war. Andererseits verweigerte man aber dann den entsprechenden Ersatzbauten, eben mit der Begründung, dass es keine Zerstörer, sondern Torpedoboote waren, die notwendige, gegenüber alliierten Zerstörern ohnehin geringere Stückzahl von drei 12,7 cm Geschützen. So blieben die Einheiten der Möwe- und Wolf-Klasse letztendlich ein Mittelding zwischen Torpedoboot und Zerstörer. Für die systematische Erneuerung der leichten Aufklärungsstreitkräfte entstand 1924 ein völlig neuer Entwurf eines Kreuzertyps. Den deutschen Schiffsbaukonstrukteuren gelang trotz der vertraglichen Beschränkungen ein vielbeachteter Flottenkreuzer. 1926 auf Kiel gelegt, lief am 26. Mai 1927 der erste von drei Neubauten, die Königsberg, vom Stapel. Am 20. August desselben Jahres folgte die Karlsruhe und Anfang des nächsten Jahres, am 15. Januar 1928, schließlich die Köln. Die Indienststellung der neuen leichten Kreuze erfolgte der Reihe nach am 17. April 1929 Königsberg, am 6. November 1929 Karlsruhe und am 15. Januar 1930 Köln. Die dienstfreie Besatzung der Karlsruhe wurde auf das Achterdeck gerufen zur Indienststellung. Das Schiff war ausgelaufen von der Blücherbrücke in Kiel in die Eckernförder Bucht. Es war eine Rundfahrt gemacht und an Bord befand sich der damalige Leiter der Marineschule Flensburg, des Schulwesens, Admiral Hansen. Der Kommandant hielt eine Ansprache. Er sagte, wir sind die Namensträger zweier berühmter Vorgänger, des ersten Kreuzer Karlsruhe und des zweiten, der in der Scapa Flow versenkt wurde. Wir werden das Andenken unserer Kameraden stets in Ehren halten und in der alten Tradition weitermachen, wie es die berühmten Schiffe vor uns getan haben. Die K-Kreuzer, wie sie fortan genannt wurden, alle drei Schiffsnamen begannen jeweils mit K,
erhielten erstmals neu entwickelte 9 15 cm Geschütze in Drillingstürmen. Die Schiffe verdrängten 6.750 Tonnen und lagen somit im Limit der vertraglichen Bedingungen. Mit 12 Torpedorohren und 32 Knoten Geschwindigkeit gehörten sie nach ihrer Fertigstellung 1929-30 zu den modernsten Vertretern ihrer Klasse, den leichten Kreuzern. Die in ihrer Hauptaufgabe als taktische Aufklärer vorgesehenen K-Kreuzer erhielten aus diesem Grund die ungewöhnliche Aufstellung ihrer Hauptartillerie. Während vorn nur ein 15 cm Drillingsturm aufgestellt wurde, erhielten sie achtern zwei Drillingstürme. Man ging davon aus, dass die Kreuzer zum Beispiel in ein wenig aufgeklärtes Seegebiet vorstießen und bei Anwesenheit eines Gegners zu diesem Sichtkontakt herstellten und Fühlung hielten. Ihre Aufgabe war nicht der Kampf. Da es aber in solchen Lagen leicht zu einem Gefecht kommen konnte, sollten die leichten Kreuzer unter Ausnutzung ihrer überlegenen Geschwindigkeit den größeren Teil ihrer Feuerkraft nach Achterhaus einsetzen können, um sich eines möglichen sie verfolgenden Gegners besser erwehren zu können. Um trotzdem auch nach vorn eine starke Feuerkraft entwickeln zu können, wurden die achteren Türme versetzt aufgestellt, um eine bessere Ausnutzung des Seitenrichtbereiches zu erzielen. Im Extremfall wäre es mit der größten Rohrerhöhung sogar möglich gewesen, über Schornstein und Vormars hinweg auf Ziele in rechts vorausliegenden Richtungen zu feuern. Die K-Kreuzer verfügten als erste Schiffe über eine zentrale Artillerieleitung für alle Waffen. Die sehr knappe Bemessung der Materialstärken, um trotz der vertraglichen Beschränkungen der Schiffsgröße eine möglichst hohe Kampfkraft zu erreichen, führte infolge von Überbeanspruchungen im Seegang zu Brüchen und Rissen im Bereich der Schiffsmitte. Trotz einer daraufhin folgenden Verwendungseinschränkung für den Bereich der Nord- und Ostsee waren die K-Kreuzer insgesamt gesehen durchaus gelungene Konstruktionen. In den Friedensjahren verrichteten sie in der Flotte vor allem Dienst als Kadetten- und Ausbildungsschiffe. Die Kreuzer der Königsberg-Klasse wurden für viele Matrosen zum ersten Bordkommando, wenn sie sich zum Dienst in der Marine entschlossen hatten. Auf ihnen konnten sie ferne Länder, andere Ozeane und Menschen in aller Welt kennenlernen. Die Heimkehr eines Kreuzers von einer Auslandsreise konnte man schon auf große Entfernung an dem über das ganze Schiff wehenden Heimatwimpel erkennen. Die Leipzig, ebenfalls zur Klasse der K-Kreuzer gehörend, lief als fünfter Kreuzerneubau der Reichsmarine am 18. Oktober 1929, dem Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig, vom Stapel. Mit 6.820 Tonnen verfügte sie nur über eine geringfügig höhere Tonnage als ihre Vorgänger. Das Schiff stellte am 8. Oktober 1931 in Dienst und wurde ebenfalls als Auslandskreuzer eingesetzt. Nach der Leipzig gab es eine mehrjährige Unterbrechung im Kreuzerneubau. Es vergingen rund 5 Jahre, bis schließlich am 8. Dezember 1934 mit der Nürnberg der 6. und letzte Kreuzer dieser Klasse vom Stapel lief. Die Leipzig und Nürnberg unterschieden sich äußerlich von ihren Vorgängern durch die Anwendung des Ein-Schornstein-Prinzips und die Mitschiffsaufstellung der achteren 15 cm Drillingstürme. Die als Befehlshaberschiff vorgesehene Nürnberg erreichte, bedingt durch zusätzliche Aufbauten und die Verstärkung der Panzerung, bereits 8.060 Tonnen.
Ihre Indienststellung erfolgte 11 Monate nach dem Stapellauf am 2. November 1935. Der noch in der Reichsmarine begonnene Kreuzerneubau gehörte nun der neuen Kriegsmarine an. Die langjährige marineinterne Diskussion über die Erneuerung der schweren Seestreitkräfte trat ab Herbst 1926 in ein entscheidendes Stadium. Etwa zur gleichen Zeit wurde bei den Manövern der Flotte wieder der strategische Wert der Geschwindigkeit auch bei schweren Einheiten neu entdeckt. Das Washingtoner Flottenabrüstungsbeschränkungsabkommen von 1922 legte die Schiffstypen wie folgt neu fest. Für Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer 35.000 Tons und 40,6 cm. Für Flugzeugträger 23.000 Tons und 20,3 cm. Für schwere Kreuzer 10.000 Tons und 20,3 cm. Und für leichte Kreuzer 8.000 Tons und 15,5 cm. Sowie schließlich für Zerstörer 3.000 Tons und ebenfalls 15,5 cm Geschütze. Es wurde die Forderung erhoben, ein 10.000-Tonnen-Schiff zu entwickeln, das wenigstens dem neu geschaffenen Schiffstyp des schweren Kreuzers artilleristisch überlegen war. Die 10.000-Tonnen-Verdrängungsgrenze, offenkundig in der Absicht gesetzt, Deutschland den Bau moderner und kampfkräftiger Großkampfschiffe unmöglich zu machen, erwies sich zunächst tatsächlich als schier unüberwindliches Hindernis. So entstanden dann auch Planstudien, die vom Entwurf langsamer, schwer armierter Monitore mit 6 30,5 cm, 3 35 cm, 4 30,5 cm und 4 38 cm Geschützen bis hin zum Bau eines schweren Kreuzers mit 8 21 cm Geschützen reichten. Die Forderung, ein kampfstarkes, standfestes Schiff zu entwickeln, das mit Aussicht auf Erfolg den Kampf gegen die französischen Linienschiffe aufnehmen konnte und gleichzeitig den modernen Washingtoner 10.000-Tonnen-Kreuzer überlegen war, ließ sich jedoch mit diesen Überlegungen nicht vereinbaren. Im Juni 1927 fiel schließlich die Entscheidung. Die Marineleitung beschloss, in der Hoffnung, die harten Versailler Bedingungen mit der Zeit aufweichen zu können, die Frage nach dem Ersatzlinienschiff zu vertagen und einen Linienschiffskreuzer mit 6 28 cm Geschützen und einer Geschwindigkeit von 25 bis 27 Knoten bei einer Verdrängung von ca. 10.000 Tonnen zu verwirklichen. Bevor es zur Realisierung des in Anlehnung an die im Versailler Vertrag genannte Bezeichnung eines Panzerschiffprojektes kam, gab es im Reichstag einen erbitterten Streit unter den Parteien. Obwohl die damals herrschende sozialdemokratische Regierung den Bau des Panzerschiffes beschlossen hatte, kämpfte das gesamte linke Spektrum und der linke SPD-Flügel mit Vehemenz gegen den Bau des Schiffes. Parolen wie Kinderspeisung statt Panzerkreuzer wurden von den hohle Phrasen dreschenden politisch links orientierten Gruppen immer wieder als Wahlpropaganda benutzt. Im Oktober 1928 stellte die Mehrheit der SPD-Fraktion den Antrag, die Bewilligung zum Bau des Panzerschiffes zu verweigern. Als es aber im November 1928 im Reichstag zur namentlichen Abstimmung kam, wurde der Antrag mit großer Mehrheit abgelehnt. Der Bauauftrag wurde unverzüglich an die frühere kaiserliche Werft in Kiel erteilt. Die Kiellegung des Panzerschiffes A erfolgte am 5. Februar 1929 auf Helling 2. Es vergingen nun mehr als 2 Jahre, bis am 19. Mai 1931
In Anwesenheit des Reichspräsidenten Generalfeldmarschall von Hindenburg und des Reichskanzlers Brüning sowie ca. 60.000 Besuchern der Stapellauf des Panzerschiffes A erfolgte. Noch während der Ansprache des Reichskanzlers setzte sich der Neubau plötzlich in Bewegung, noch ehe der Reichspräsident den Taufakt vollziehen konnte. Die am Oberdeck versammelten Werftangehörigen reagierten prompt und entrollten die Namenstransparente, auf denen nun jedermann den bisher geheim gehaltenen Namen des neuen Schiffes lesen konnte. Das umstrittenste Kriegsschiff der deutschen Marinegeschichte, das Panzerschiff A, Ersatz Preußen, erhielt den Namen Deutschland. Kein anderer Name hätte die Sehnsüchte und Hoffnungen der Deutschen nach Rückgewinnung der eigenen Identität in dieser Zeit eindrucksvoller unterstreichen können als eben dieser. Am 1. April 1933 war die Sensation perfekt. Auf der Deutschland wurden Flagge und Wimpel gesetzt. Wir waren etwa mit der M 150 Meter von der nun in Dienst zu stellenden Deutschland entfernt. Unser Seesack war gepackt, wir marschierten Fallrepp runter zur Deutschland hin. Wir sahen das schmucke, stolze Schiff, das so viel Aufsehen erregt hatte, nicht nur in der gesamten Bevölkerung des damaligen Deutschen Reiches, der Republik, sondern auch im Ausland. Unser Gefühl war allgemein sehr gut. Und wir trugen auch am Mützenband den stolzen Namen Deutschland, der nun wieder Weltgeltung erlangt hatte. Und mit Achtung wurden wir auch bei den späteren Fahrten auch im Ausland begrüßt. Noch am selben Tag lief das zweite Panzerschiff dieser Klasse, Admiral Scheer, vom Stapel. Es stellte am 12. November 1934 in Dienst und begann mit den immer notwendigen Ausbildungs- und Probefahrten. Die Admiral Graf Spee lief am 30. Juli 1934 als drittes und letztes Panzerschiff vom Stapel und wurde nach seiner Indienststellung am 6. Januar 1936 Flottenflaggschiff. Die Deutschland, das erste große Dieselkriegsschiff der Welt, setzte völlig neue Maßstäbe im internationalen Flottenbau. Den deutschen Schiffsbaukonstrukteuren war de facto der Bau eines kleinen Schlachtkreuzers gelungen, der in die Klassifizierungen des Washingtoner Flottenabkommens nicht eingereiht werden konnte. Das neue Panzerschiff erreichte 28 Knoten, und war damit schneller als stärkere und stärker als schnellere Schiffe anderer Flotten, mit Ausnahme der drei britischen Schlachtkreuzer Hood, Renown und Repulse und den vier japanischen Schlachtkreuzern der Kongo-Klasse. Der spezielle Panzerschutz gegen 20,3 cm Granaten, der außergewöhnlich hohe Fahrbereich von annähernd 20.000 Seemeilen, die Hauptartillerie, hochleistungsfähige neu entwickelte 6 28 cm Geschütze in zwei Drillingstürmen mit einer Reichweite von 35 km und die Mittelartillerie von 8 15 cm Geschützen in Einzelaufstellung verliehen neben einer starken Flak- und Torpedobewaffnung den Panzerschiffen der Deutschlandklasse eine enorme Kampfkraft. Trotz der Versailler Beschränkungen war es gelungen, einen Schiffstyp zu bauen, der neben der Forderung artilleristischer Schlagkraft im Einsatz als Flottenkern ebenso im Zusammenwirken mit den Aufklärungsstreitkräften, den leichten Kreuzern, operieren konnte. Die Fähigkeit zum langanhaltenden, auf sich allein gestellten überseeischen Einsatz als Handelsstörer machte die mit 12.600 Tonnen knapp über dem Tonnagelimit liegende Deutschland zum ersten Mehrzweckkampfschiff der Seekriegsgeschichte.
mit dem erneuten Wechsel an der Spitze der Marineleitung im Jahre 1928 kam mit Admiral Dr. H.C. Erich Räder ein hochqualifizierter und energischer Mann an die Spitze der Reichsmarine. Unter seiner straffen Führung wurde die Konsolidierung endgültig erreicht. Entstanden aus einer ungeschlagenen Marine, aber aus einem geschlagenen Volk, hatte die Reichsmarine durch die unfairen und diskriminierenden Versailler Daumenschrauben nie eine echte Chance. Das Bestreben der Sieger von 1918, Deutschland klein zu halten und ständig zu bevormunden, ging durch das geniale, schöpferische Wirken deutscher Schiffsbaukonstrukteure und durch die fähigen Führer der Marineleitung letztendlich nicht auf. Die Panzerschiffe Deutschland, Admiral Scheer und Admiral Graf Spee, führten die deutsche Marine in den Kreis der zu respektierenden Seemächte zurück. Die im Ausland mit großer Bewunderung als Pocket Battleships, Taschenschlachtschiffe bezeichneten Panzerschiffe, hoben das Selbstwertgefühl einer in sich zerrissenen Nation und halfen mit, innere Stabilität zurückzugewinnen. Die Reichsmarine hatte in den 16 Jahren ihres Bestehens aktiv mitgeholfen, dem Namen Deutschland wieder einen guten Klang in der Welt zu geben und auch unter Beweis gestellt, dass dem Einfallsreichtum des deutschen Volkes durch Diktate nicht beizukommen war. Also ich finde, es war an sich an Bord immer sehr kameradschaftlich. Wir machten ja auch viel Arbeitsdienst. Wir wurden ja nicht irgendwie zu militärischen Dienst rangenommen, sondern viel Arbeitsdienst wurde gemacht. Und das Verhältnis zu den Unteroffizieren, zu unseren Vorgesetzten, den Maten und Obermaten, auch zu den Oberfeldwebeln, war eigentlich kameradschaftlich. Der Dienst war streng, scharf. Wenn ich da denke in der Ausbildung, wie schön die uns über den Exerzierplatz bei der Rekrutenausbildung geschaukelt haben, das war manchmal nicht schön. Das war manchmal auch so menschenunwürdig, kann man sagen. Unsere Offiziere auf der Hessenschule waren, die hatten kein Standesdünkel und so weiter, nicht wahr? Sie passten sich uns in gewisser Weise auch ganz gut an, indem sie ja, wir waren ja ein Mischmasch, wenn man so sagen will, nicht wahr? Wir hatten Einjährige, nicht wahr? Wir hatten also mittlere Reife und so weiter, Volksschulreife, alles war uns durcheinander, nicht wahr? Und jeder musste da, wo er hingestellt war, seine Pflicht erfüllen. Auf jeden Fall kann man mit Fug und Recht sagen, die Reichsmarine hat die damaligen gestellten und möglichen Aufgaben im Rahmen der Verträge erfüllt, aber auf der anderen Seite auch den völkischen Gedanken erhalten und den Glauben an ein Deutschland. Die Einstellung der Offiziere war natürlich außerdem, vor allem bei den älteren Offizieren, die waren ja alle noch, stammten alle aus der kaiserlichen Marine, waren auch mehr im kaiserlichen Gedenken. So wurde im Offiziersheim und auch an Bord, in den Offiziersmessen, Kaisers Geburtstag doch noch in irgendeiner Form, wenn noch so klein, gefeiert, vor allen Dingen von den Offizieren, die nur ihren Dienst ohne Sold machten, nur um Offizier sein zu können und um den Gedanken weitertragen zu können. Am 1. Juni 1935 wurde die Marineleitung in Oberkommando der Kriegsmarine umbenannt. Die Reichsmarine der Weimarer Republik hatte aufgehört zu bestehen. Die in der Folgezeit Zeugnis ablegenden großen Leistungen der ihr folgenden Kriegsmarine, das Erreichen höchster schöpferischer Qualität gepaart mit hervorragendem seemännischen Können, die Erziehung zur Kameradschaft und zu Pflicht und Ehrgefühl, für all dies schaffte die kleine Reichsmarine trotz widrigster Umstände die Grundlage. Schwarz, weiß, rot, und rot, was sind wir mal? Die Feinde, die wir sieben, und
der diese Fahne war. Die Flamme nahm der Heim, was hat die Winter hin und her. Und weit von Heim und Vater hat man so gelegt für mich. Vom Himmel hoch, da kommt er her, der Weihnachtsmann, der Flieger. In der Wüste gibt es keine Tannenbäume. Eine alte Proviantkiste muss hier den Weihnachtsbaum ersetzen. Aus Konservenbüchsen werden silberne Sterne. Aufstieg zu den Gletscherstellungen im Hochkaukasus. Tannenbaum und Weihnachtspost werden in dieser Bergeinsamkeit mit besonderer Sehnsucht erwartet. Jede freie Stunde wird gebastelt. Überall gehen jetzt die Gedanken in die Heimat. Der Friseur hat in diesen Tagen viel zu tun. Urlaubsschein, das schönste Weihnachtsgeschenk. Künstlerinnen und Künstlerfrauen packen Feldpostpäckchen. Schwestern eines Soldatenheims an der Kanalküste bereiten Weihnachtsgaben für die Ostfront. Ist das winterharte Rentier, das hier zu Hause ist, den deutschen und finnischen Soldaten ein willkommener Helfer. Auf dem Marsch nach vorn. Sie müssen die Verpflegung für ihre kämpfenden Kameraden oft mehr als 20 Kilometer durch die versumpfte und weglose Tundra tragen. General Dietl, der Held von Narvik bei seinen Soldaten.
Vergnügen der Einwohner dient eine Freilichtbühne, auf der diesmal der Reichstheaterzug gastiert. Da raucht der Wald. Ein reichhaltiges Varieté-Programm wird von den Landsmännern mit großem Vergnügen aufgenommen. Einer hat sogar das Scherenfernrohr mitgebracht. Verwundete werden an Bord des Lazarettschiffes Tübingen gebracht, das inzwischen durch die britische Luftwaffe im Mittelmeer versenkt wurde. Verwundetenheim am Gardasee. Begegnung mit Lappen. Deutsche Flak bei der Abwehr eines sowjetischen Luftangriffes. Lautsprecher werden in Stellung gebracht, mit denen für die französischen Soldaten Musikstücke, unterbrochen von Nachrichten und Mitteilungen in ihrer Muttersprache, übertragen werden. Die Musik aus den deutschen Lautsprechern lockt die Franzosen aus ihren Bunkern. In der Freizeit wird der Körper gestählt. Losstartübung einmal außer Dienst. Mit einer bestimmten Anzahl von Flugstunden werden die Motoren der Kampf- und Jagdflugzeuge überholt. Jede Staffel hat ihren vierbeinigen Liebling. Nachrichtenhelferinnen treffen an ihrem Bestimmungsort ein. Sie haben sich freiwillig gemeldet. Jede ist gespannt, an welchem Platz sie eingesetzt wird. Einkleidung. Jede Nachrichtenhelferin bekommt ein Kostüm, zwei Blusen, mehrere Paar Strümpfe und Schuhe, einen Mantel und das schmucke Schiffchen. Die Nachrichtenhelferinnen sind Angestellte der Wehrmacht und bekommen als solche ein monatliches Gehalt. Sie nehmen in der Heimat und in den eroberten Gebieten von Norwegen bis zur Adria, vom Schwarzen Meer bis zur Biskaya die Plätze vieler tausender Nachrichtensoldaten ein, die nun vor dem Feind ihren Mann stehen können. Erstes Frühstück in einem Jugendheim im Warteland.
schmeckt wie bei Muttern. Für alle Männer, deren Frauen und Kinder umquartiert sind, hat das Deutsche Frauenwerk Strohwitwerkurse eingerichtet. Hier werden die Männer in die Geheimnisse der Küche eingeweiht. Das Rezept gibt ihm noch manches Rätsel auf. In jedem Jahr veranstalten die Ströbecker auf ihrem Marktplatz ein Schachspiel mit lebenden Figuren in historischen Kostümen. Spannung im Reichssportfeld, das an die großen Tage der Olympischen Kämpfe erinnert. Wie ein letzter sommerlicher Gruß wirkt der bunte Schmuck. Zieht über den Königssee. Die Salutschüsse des Flaggschiffes eröffnen die Flottenparade der neuen Volksmarine. In langer Kiellinie laufen die Einheiten entgegen internationaler Marinetradition mit Flaggenschmuck über die Toppen an ihrem Befehlshaber Konteradmiral Ehm vorbei. Die Torpedos wurden im Heckausstoß auf Kurs zum Ziel gebracht, wobei die Torpedos in Fahrtrichtung weiterliefen, während sich das Boot selbst auf Gegenkurs entfernte. In Erkenntnis der Überlegenheit der NATO-Flotten dachte man an den Masseneinsatz solcher Boote in Rudeltaktik aus verschiedenen Häfen der Ostsee. Es war in unseren Kreisen kein Geheimnis, dass mit der Eroberung der dänischen Meerengen spekuliert wurde, so möchte ich mich heute ausdrücken. Alljährlich finden vor dem ostpreußischen Pillau Raketenschießübungen der verbündeten Ostseeflotten statt.